Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. You have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a part of me. Hallo und willkommen zu Wildnis der Spiegel, meinem unscheinbaren Podcast über die Ermordung von JFK. In der letzten Folge ging es um die berühmte Gardinenstangengeschichte, wie sie der Warren-Kommission und jedem anderen, der zuhören wollte, von Buell Wesley Frazier erzählt wurde. Aber auch um den rätselhaften Fall von Ralph Leon Yates, der nur 48 Stunden früher dasselbe erlebte wie Buell Wesley Frazier. Ein typischer JFK-Assassination-Widerspruch, nicht der letzte. Wie so oft lässt diese Angelegenheit im Nachhinein mehr unbeantwortet als beantwortet. Ereignete sich die Gardinenstangengeschichte zweimal nacheinander oder nur einmal, und zwar am Mittwoch mit Ralph Leon Yates, während die offizielle Version vom Freitag nur ein erfundenes Liedchen war, das Buell Wesley Frazier und seine Schwester gesungen haben. Vielleicht mit Instruktionen von Ruth Payne. Spekulationen. Allerdings ging es vermutlich nie um Gardinenstangen. Der unbekannte Mann am Mittwoch, der laut Ralph Yates genauso wie Lee Harvey Oswald aussah, hatte zwar ein entsprechendes Papierpaket dabei, aber das muss nicht bedeuten, dass Gardinenstangen drin waren, genauso wenig wie es nicht bedeuten muss, dass sich ein Gewehr darin befand. Es wäre nicht auszuschließen, dass es mehr darum ging, dieses Ereignis zu erschaffen. Wir werden nie erfahren, wie viele Fahrten per Anhalter in der Woche vor dem Anschlag der Oswald-Doppelgänger gemacht hatte, um diesen spezifischen Punkt im zukünftigen Narrativ mit aktivierbaren Zeugen zu versehen. Das andere Problem besteht darin, zu definieren, wer eigentlich der Doppelgänger von wem ist. Dass es Doppelgänger von Oswald gab, das ist heute unbestritten. Das Übergewicht an Beweisen und Belegen, die deutlich zeigen, dass in den entscheidenden Jahren vor dem Attentat immer wieder der Name Lee Harvey Oswald benutzt wurde, und zwar von unterschiedlichen Menschen, ist immens. Heute besteht Gewissheit darüber, dass es innerhalb des CIA eine Art Oswald-Programm gab. Natürlich nicht mit dem Ziel, den eigenen Präsidenten zu ermorden. Das war etwas, das erst in den letzten Monaten vor Kennedys Tod aus dem Schatten hervortrat. Nein, das Oswald-Projekt war offensichtlich ausgeheckt worden, um Russland zu infiltrieren. Und in diesem Sinne ist es eben ein Thema, zu definieren, wer eigentlich der Doppelgänger von wem war. Wenn wir von Lee Harvey Oswald sprechen, denken wir immer an den Mann, der für 2 Jahre nach Russland geflohen war, mit Marina verheiratet war, im Texas Schoolbook Depository arbeitete und dann im Texas Theater verhaftet wurde und dann mit einem blauen Auge der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, eben der Oswald, der gesagt hatte, I am just a patsy, und schließlich am Sonntag darauf in den Morgenstunden von Jack Ruby erschossen wurde. Das ist sozusagen der Oswald, an den jeder sofort denkt, mit all den Fotos dazu. Aber dann war da noch der andere Mann, dessen Existenz an zahlreichen Orten nachzuweisen ist und dem viele Zeugen eine schockierende Ähnlichkeit mit unserem Oswald bescheinigt haben, respektive ihn für genau diesen Oswald hielten, obwohl wir gleichzeitig Belege dafür haben, dass zu genau diesem Zeitpunkt unser Oswald entweder in Irving bei Marina war, also 20 Meilen entfernt, oder in dem Texas Schoolbook Depository ganz normal seine Arbeitsschicht schob. Es ist vollkommen legitim, den Tisch komplett umzudrehen und den Doppelgänger als den echten Oswald zu bezeichnen, während der Patsy, also der Oswald, den wir von Fotos kennen, in Wirklichkeit der Doppelgänger war. Der Researcher John Armstrong löste das dadurch, dass er dem Oswald, den wir alle von Fotos kennen und der im Texas Schoolbook Depository arbeitete und in der Garage der Polizeistation von Jack Ruby erschossen wurde, den Arbeitsnamen Harvey gab, während der andere, deutlich agilere Oswald den Arbeitsnamen Lee bekam. Wir könnten hier natürlich stundenlang darüber spekulieren, ob die beiden sich jemals begegnet waren und wie sehr sie voneinander wussten oder ob, und das ist wahrscheinlicher, nur Lee von Harvey wusste, aber nicht umgekehrt.
Aber es zeichnet sich doch ab, dass in den finalen Stunden sich beide gleichzeitig im Texas Schoolbook Depository Gebäude aufgehalten haben und möglicherweise sogar in dem Kino während Oswalds öffentlicher Verhaftung. Da gibt es einige sehr verrückte Geschichten zu erzählen. Ich hoffe, ich komme mal dazu. Doch der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass es in der Wildnis der Spiegel beinahe keine Rolle spielt, wen man als das Original und wen man als den Doppelgänger bezeichnet, denn die Art, wie solche exotischen Zwillinge eingesetzt werden, entfaltet sich ohnehin erst später basierend auf der Operation, die da aus der Taufe gehoben wird. Niemand hat Harvey seit der Kindheit herangezogen, damit er eines Tages den Präsidenten tötet oder zumindest zum Sündenbock auserkoren wird. Aber er war viele Jahre vor den Ereignissen in Dallas eine Person of Interest, auf die jemand ein sanft lenkendes, beobachtendes Auge warf. Sein gesamtes Schicksal mutet äußerst determiniert an, auch wenn wir nicht sagen können, wie sehr es dem akzentfrei russisch sprechenden Harvey bewusst war, dass er eine Spielfigur ist. Der tragische Fall von Ralph Leon Yates, den die Begegnung mit vermutlich Lee Oswald, aber eben nicht Harvey Oswald, letztendlich das Leben gekostet hat, bietet zwar keine konkreten Antworten, doch als ein evidentes Ereignis ist der Fall sehr real. Wir können ihn nicht einfach wegreden, auch wenn dies versucht wurde. Wie konnte Ralph Leon Yates eine Geschichte erzählen, die so spezifisch ist und zu diesem Zeitpunkt nicht in der Presse kommuniziert wurde? Klar, wäre Yates 2 Jahre später plötzlich aufgetaucht und hätte etwas von den Gardinenstangen erzählt, man hätte sogleich angenommen, dass er einfach den Warren Report gelesen hat und Buell Wesley Frazier's Story und dass Yates lügt. Oder falls er damit tatsächlich Lügendetektoren geschlagen hätte, wäre die Annahme denkbar, dass er zwar seine Aussagen glaubt, aber dass das Problem eindeutig in seinem Kopf ist. Und so behandelte der FBI den Vorgang. Doch eben nicht basierend auf der Annahme, dass Yates einfach nur Frazier's Aussage im Warren Report imitierte, denn die Verhöre von Yates fanden in den ersten Wochen nach dem Anschlag statt. Und zu diesem Zeitpunkt kannte der FBI die Gardinengeschichte von Frazier, aber nicht die Öffentlichkeit. Es sieht doch stark danach aus, dass der FBI Yates einfach aus dem Verkehr zog, um ein unbegreifliches Paradox aufzulösen, oder, was noch schlimmer ist, dass der FBI durchaus Bescheid wusste und die Gardinengeschichte deutlich besser verstand als wir heute, und Ralph Yates einfach wie eine Figur vom Schachbrett entfernte, da es für ihn in der Wildnis der Spiegel keine weitere Verwendung mehr gab. Es ist auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, und zwar ständig, dass die endgültige Erzählung darüber, was vorgefallen war, nicht formuliert wurde, während die Dominosteine umzufallen begangen. In den schicksalsschweren Stunden zwischen dem Freitag, dem 22. November, bis zum Sonntag, den 24. November, als Lee Harvey Oswald erschossen wurde, stand nicht fest, ob das Attentat einer Gruppe aus Castro-Anhängern zugeschoben wird oder sogar der Sowjetunion. Oder ob dies ein Mafia-Hit sein soll, motiviert durch Rache an der Kennedy-Familie, insbesondere wegen den Maßnahmen, die Bobby Kennedy umsetzte, um die Mafia an die Kandare zu nehmen. Es scheinen Anknüpfungspunkte im Spiel gewesen zu sein, die all das erlaubten. Aber die Entscheidung kam erst Stunden später. Vieles spricht dafür, dass sie durch J. Edgar Hoover und den neuen Präsidenten Johnson erzwungen wurde, da sich in den Stunden nach dem Attentat doch eine massive Sorge durch die Korridore der Macht ausbreitete, dass der öffentlich gemachte Verdacht, dies wäre entweder eine Castro- oder Chruschtschow-Operation gewesen, äußerst schnell in ein Dritter Weltkriegsszenario abdriften konnte. Und so gewann das Lonely Nut-Szenario, der verrückte einsame Schütze, Oberwasser. Dabei war das anfangs sicherlich nicht das populärste Szenario, die Sache der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Dinge wurden aber erst in der Hektik der 2 Stunden nach den Schüssen in Dealey Plaza beschlossen. Zumindest ist es schwer, eine andere Schlussfolgerung zu finden, solange nicht eine Erklärung dafür gefunden wird, wie in den ersten Tagen nach dem Anschlag ein unbekannter, unwichtiger Kühlschrankhandwerker aus Dallas plötzlich von einem Mann berichten konnte, der mit einer Papiertüte nach Dealey Plaza unterwegs war, in der sich angeblich Gardinenstangen befunden haben. Und wir wissen, dass er bereits am 26. November 1963, nur 2 Tage nach Oswalds Tod, seine Geschichte dem FBI erzählte,
denn wir haben heute die deklassifizierten Verhörprotokolle unterzeichnet von FBI Special Agent Ben S. Harrison. Und ich habe keine Anzeichen dafür gefunden, dass Buell Wesley Frazier bereits 48 Stunden nach den Ereignissen irgendwelche detaillierten Interviews der Presse gegeben hätte. Denn nur so hätte man logisch erklären können, dass Yates verrückt war und sich eine Fantasie zusammenschusterte, basierend auf etwas, das er in der Zeitung las. Dass Yates am 26. November von den Gardinenstangen wusste, ließ er sich ansonsten nur noch mit übersinnlichen Kräften erklären, der Macht der Vorsehung. Ich habe in einer anderen Episode angedeutet, dass ich stets so eine Art Qualitätsskala für Beweise, Theorien und Behauptungen im Kopf trage. Es sind drei Qualitätsstufen. Stufe 1 ist am tiefsten und stellt Behauptungen dar, die ich mit ziemlicher Sicherheit für falsch oder übertrieben halte, bei denen ich aber trotzdem denke, dass ihre Untersuchung etwas ist, das gemacht werden muss. Stufe 2 wären dann durchaus interessante Hinweise, die ich allerdings nicht einfach unkritisch annehmen kann, weil vielleicht etwas zu wenig Substanz da ist oder man zu sehr dazu gezwungen ist, zu spekulieren. Aber es sind eben wichtige Hinweise, die möglicherweise ein großes Potenzial haben. Und Stufe 3 wären die richtig überzeugenden, beeindruckenden Beweise und Argumente. Manchmal nennt man das neuerdings auch Assassination Chokeholds. Eigentlich könnte ich auch noch eine Art Stufe 0 ins Spiel bringen. Das sind dann Ideen und Behauptungen, die so blödsinnig, albern und ein wenig peinlich sind, dass ich mir manchmal denke, es ist der CIA selbst, der diese Verschwörungstheorien in Umlauf bringt, um die Assassination Researcher in Misskredit zu bringen. Der Fall Ralph Leon Yates wäre für mich Stufe 3, also ein sehr wichtiges Indiz mit sehr starker Faktenlage dahinter bezüglich der vorhandenen FBI-Protokolle, die wir heute alle einsehen können. Doch der Nebel um die Gardinenstangen lichtet sich damit leider nicht. Wir können nur spekulieren. Hatte der Oswald-Doppelgänger Mittwoch die Waffe in das Texas Schoolbook Depository-Gebäude gebracht und sie dort versteckt? Das klingt doch eher unwahrscheinlich, aus einer ganzen Reihe aus Gründen. Oder ging es nur darum, den ahnungslosen Ralph Yates zu einem Zeugen wider Willen zu machen, den man bei Bedarf beanspruchen konnte? Das würde sehr viele Fragen aufwerfen, die wir nicht beantworten können. In der Sprache der westlichen Geheimdienste gibt es bei Rekrutierungen diese verstörende Unterscheidung zwischen witting und unwitting, wissend oder nichtsahnend. Das Rekrutieren von wissenden Mitarbeitern für den CIA oder in eine andere entsprechende Organisation ist das Brot und Butter. Doch darüber gibt es sozusagen die stark veredelte und oft viel potentere Version einer Rekrutierung. Das Rekrutieren einer Person, die sich nicht dessen bewusst ist, dass sie für den KGB, CIA, MI6, Mossad, Navy Intelligence etc. arbeitet. Und das ist nicht nur eine Thematik, in der sich alles um irgendwelche armen Seelen dreht, die von irgendeinem Geheimagenten in eine Lügengeschichte verwickelt werden und später dann diesem Agenten irgendwelche Informationen aus der eigenen Firma beschaffen oder etwas in der Art. Das gibt es natürlich auch. Aber es sind Fälle festgehalten, wo CIA-Agenten für eine Weile für den KGB gearbeitet haben, ohne es zu wissen. Sozusagen unwitting Doppelagenten waren. Das ist für den KGB dann ein sehr erfolgreicher Vorgang. Oder für den CIA. Je nachdem, wer hier wen rekrutiert. Darüber kann man in Dick Russells Buch The Man Who Knew Too Much über den CIA-Mann Richard Case Nagel einiges lesen. Dick Russell kannte Nagel aus den 70ern und war über die Jahre in Kontakt mit ihm und erfuhr von ihm einige wirklich verwirrende Geschichten aus den Innereien des CIA, aber auch des KGB, also Behauptungen und Geschichten, die ein Außenstehender wie ich nur schwer im Kopf interpolieren kann. Weil wir uns keine Vorstellung davon machen können, was der Kalte Krieg eigentlich war. Und was mit all den Milliarden und all dem Talent und all der Energie geschah, die da zum Einsatz kam. Denn es war eben ein Krieg, der kaum auf Schlachtfeldern ausgefochten wurde, außer irgendwo in der Dritten Welt. Aber in der sogenannten Ersten Welt der modernen Industrienationen war es eben ein kalter Krieg. Doch kalter Krieg bedeutet nicht einfach nur hochgezogene Grenze quer durch Europa und Politiker, die sich gegenseitig drohen oder sich Whataboutismus vorwerfen.
Das eigentliche Spiel fand in der Intelligence Community statt. Das waren die neuen Armeen, Geheimdienste. Und da geschahen unglaubliche Dinge, die wir heute nur sehr mühsam erfahren und begreifen. Richard K. Snagel ist in der Thematik des Assassination Research deshalb aufgefallen, da er relativ zeitnah vor dem Anschlag an John F. Kennedy nach El Paso in Texas fuhr, dort mit einem Revolver eine Bank betrat, zweimal in die Luft geschossen hatte, kein Geld aus der Bank mitnahm, doch stattdessen auf dem Parkplatz zu seinem Auto ging, sich hineinsetzte und darauf wartete, bis die Polizei kam und ihn als einen Bankräuber verhaftete. Der Polizei war die Sache nicht geheuer und ihnen war nicht entgangen, dass der ganze Banküberfall etwas Künstliches hatte. Der verhaftende Beamte war ein junger Polizist, den viele Jahre später Dick Russell ausfindig machen konnte. Und dieser Polizist, sein Name war Jim Bundren, hatte mit Nagel eine kurze Unterhaltung, während dieser vor Gericht dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dies war Ende September 1963. Und in dieser Unterhaltung mit dem CIA-Agent Nagel spielte Jim Bundren darauf an, dass ihm doch dieser ganze Banküberfall wie irgendeine Ablenkungstaktik vorkam. Und Richard K. Snagel antwortete darauf, naja, ich bin froh, von Ihnen gefasst worden zu sein, denn ich würde in nächster Zeit nicht in Dallas sein wollen. Das war im September 1963 eine sehr kryptische Aussage, doch wie Nagel später Dick Russell erzählte, war sein Banküberfall eben eine Maßnahme, mit der er sich der unmittelbaren Befehlsgewalt der Geheimdienste entziehen wollte. Es war Nagel, der später behauptet hatte, seine Aufgabe wäre es gewesen, den aufgestellten Attentäter Lee Harvey Oswald zu töten, allerdings nicht im Auftrag des CIA, sondern des KGB. Nagel und Oswald kannten sich übrigens aus Atsugi, Japan, wo Nagel als CIA-Rekrut aktiv war, während Oswald recht offensichtlich für Naval Intelligence arbeitete und zunehmend in die operative und undurchsichtige Welt der Geheimdienste eingetaucht wurde. Ich lese das Buch von Dick Russell mit einer gewissen Vorsicht. Nicht deshalb, weil ich Dick Russells hervorragende Arbeit misstrauen würde, sondern weil all seine Erkenntnis zu weiten Teilen auf den Aussagen eines ehemaligen CIA-Agenten, also Richard K. Snagel, basieren. Und irgendwie gilt schon zu Recht einmal CIA, immer CIA. Und diese Leute konditionierten ihre Gehirne so viele Jahre darin, anders zu denken, anders Zusammenhänge zu verstehen, dass sich nicht übersehen lässt, dass viele Ex-CIA-Zeitzeugen auch in der Zeit danach recht seltsame Gestalten sind. Zumindest sind sie Leute, deren Aussagen ich nicht einfach nur hinnehme, nur weil sie sich auf irgendeine Art und Weise reformiert geben. Wobei Dick Russell mit viel Mühe und Aufwand sein Buch entstand, gut 20 Jahre, versucht, all die Aussagen von Nagel mit zweiter und dritter Quelle zu prüfen, häufig erfolgreich. Interessant finde ich einen Affidavit, den Nagel in 1979 notariell beglaubigen ließ, da er sich inmitten einer juristischen oder gerichtlichen Auseinandersetzung mit einer staatlichen Besoldungsstelle befand und sich mit ihnen bezüglich seiner Armeepension stritt. Nagel gab hierzu schriftlich und beglaubigt zur Aussage, und ich lese, »In der Vergangenheit benutzte ich oder wurde dokumentiert mit folgenden erfundenen Namen oder ihren Varianten. Ben Bloom, nächster Name ist geschwärzt, Robert C. Corsa, nächster Name ist geschwärzt, Alec Hiddell, Alexei Hiddell, Joseph Kramer, nächster Name ist geschwärzt, Victor Nadell, Vic Nadelli, Anne Nagel, Robert C. Noland, Paul Schmettke. Darin ist freilich auffällig, dass er den Namen Alec Hiddell respektive Alexei Hiddell angibt, da dies natürlich der Name ist, unter dem Lee Harvey Oswald angeblich das männliche Carcano-Gewehr bestellt hatte. Doch Richard K. Snagel macht deutlich, dass der CIA eine ganze Reihe aus Namen verwendet, die teilweise wahllos übertragbar sind, je nachdem, wer gerade diesen Namen brauchte, und dass diese Namen auch nicht ganz willkürlich waren, sondern in ihrer Beschaffenheit häufig kodierte Botschaften besaßen. Und bereits Ende der 60er Jahre hatte der Louisiana-Staatsanwalt Jim Garrison Richard K. Snagel getroffen und gesprochen und ein internes Memorandum zu diesem Gespräch verfasst, wo er vermerkt,
Mehrere Menschen haben den Namen Hiddell verwendet. Und die Polizei von El Paso konnte nicht ahnen, was der CIA, FBI und der Anti-Castro-Untergrund da in Dallas gerade kochten und vorbereiteten, weshalb sie ganz unverhofft bei der Verhaftung von Richard K. Snagel nach seinem gefakten Banküberfall bei ihm einen kopierten Ausweis fanden auf den Namen Lee Harvey Oswald mit Oswalds Foto. Das Original wurde dann allerdings am 22. November Lee Harvey Oswald bei der Verhaftung entnommen. Ich erzähle das nur deshalb, um zu zeigen, welch einen Grad an Komplexität die Sache erreichen kann, wenn die Wildnis der Spiegel vollständig betreten wird. Alles, was dann später in der Zeitung steht und im Fernsehen gesagt wird, das ist nur noch Schaufensterauslage für die politische Kontrolle einer Situation. Es hat mit der Wirklichkeit hinter dem Vorhang vermutlich nichts zu tun. Es gibt ernsthafte Ansätze zu beweisen, dass die Polizei von Dallas am 22. November 1963 zwei Gewehre in der Dealey Plaza fand, eine männlicher Carcano und ein Mausergewehr. Was könnte das bedeuten? Und dass das Gewehr, welches Jesse Curry da in den berühmten Pressefotos über dem Kopf durch die Korridore der Dallas-Polizei trägt, nicht dasselbe ist wie das Gewehr, das wir auf dem noch berühmteren Foto von Lee Harvey Oswald sehen können, das dann auf der Titelseite von Time Magazine abgedruckt wurde und wo Oswald samt Gewehr, Revolver und kommunistischer Literatur im Garten vor der Holztreppe posiert. Und ja, es sieht in der Tat so aus, als ob das nicht dasselbe Gewehr ist. Es sind zwar beides Carcanos, aber die Aufhängungen für den Tragegurt sind woanders platziert und jenes Gewehr, das heute im Staatsarchiv liegt, als angeblich die offizielle Tötungswaffe von Lee Harvey Oswald, zeigt keine Spuren davon, dass Oswald da mit einer Bohrmaschine in dem Holzgriff herumgebohrt hätte, um aus irgendeinem unerklärlichen Grund die Ösen für den Tragegurt an ganz anderer Stelle platzieren zu können. Bei dem Gewehr, das Jesse Curry da dramatisch vor blitzenden Kameras durch die Korridore der Polizeistation über dem Kopf trägt, ist die Aufhängungsöse für den Tragegurt deutlich an der Seite des Holzkolben hineingebohrt. Und zwar von der linken Seite, was Sinn ergibt, da dieses Repetiergewehr nur von Rechtshändern geschossen werden konnte. Und trüge man es über die Schulter, wäre es stets so, dass der Lauf des Gewehrs nach links zeigen würde, quer über die Brust. Und man kann anhand von Kratzern auf dem Kolben sehen, dass das Gewehr, das Jesse Curry da über dem Kopf trägt, mit dem Gewehr, das die Warren-Kommission für ihren Abschlussbericht verwendete, identisch ist. Doch Oswalds Version des männlicher Carcano-Gewehrs scheint eine entsprechende Öse auf der Unterseite des Kolbens zu haben. Auf dem berühmten Live-Magazin-Foto, das am 21. Februar 1964 auf der Titelseite abgedruckt wurde, kann man das nicht so gut sehen. Aber diese Fotografie wurde als Teil einer Serie aus drei Fotos gefunden und bei einem der anderen Fotos, die heute alle Getty Images gehören, stemmt Oswald den Gewehrkolben anders, eben lässig gegen die rechte Hüfte und zeigt damit die Unterseite des Gewehrs gegenüber der Kamera. Und da kann man sehen, dass bei seinem Carcano die Öse auf der Unterseite ist. Davon abgesehen mutet der Gewehrgurt bei der Waffe, die Jesse Curry da über dem Kopf trägt, recht bequem und luxuriös, ein breiter Ledertragegurt, während auf dem Oswald-Foto der Gewehrgurt sehr billig ist, eigentlich kaum mehr als eine Schnur. Und hierzu kommt eben, dass Lee Harvey Oswald bei seinem Verhör durch Captain Fritz vehement bestritten hat, jemals bei der Firma Klein Sporting Goods etwas bestellt zu haben oder für die besagten Fotos posiert zu haben. Das ist ein sehr umstrittener Punkt, denn es gibt zahlreiche Handschriftanalysen, die Oswald durchaus mit der Bestellung in Verbindung bringen. Aber aus dem Nachlass von Richard K. Snagel ist zum Beispiel auch eine Kopie von Lee Harvey Oswalds Sozialversicherungskärtchen aufgetaucht, unter dem offensichtlich jemand mehrmals die Unterschrift von Oswald geübt hat. Raucht euch bereits der Kopf? Ich gehöre auch nicht zu jener Fraktion, die der Meinung ist, dass Lee Harvey Oswald ein Volksheld war, ein Unschuldslamm und grundsätzlich jemand, dem man getrost vertrauen kann. Ich habe heute eine gewisse Überzeugung, soweit man sich das bei dieser Thematik leisten kann, dass Lee Harvey Oswald, also unser Oswald oder Harvey, um die Methode von John Armstrong zu übernehmen, dass Harvey einiges an Training erhalten hat bezüglich dem Widerstehen von Polizeiverhören etc. Und einige der Polizisten, die bei dem Verhör dabei waren, von dem es übrigens kein Protokoll gibt,
was historisch vollkommen unerhört ist. Also einige der Polizisten haben Oswald ein unglaubliches Stehvermögen bei dem 12-stündigen Verhör bescheinigt, was viele überraschte, da sie ihn natürlich nicht gerade mit Samthandschuhen anpackten. Harvey war ein extrem miserabler Schütze, aber er war ein gut ausgebildeter Infiltrationsagent mit hohem Intelligenzquotienten, ungeachtet dessen, dass ihn später die amerikanische Presse als einen derangierten Spinner und Trottel darzustellen versuchte. Es war eher Lee, welcher der sichtlich qualitativere Gewehrschütze war. Falls du nun an die von John Armstrong aufgestellte Trennung in Lee und Harvey glauben möchtest. Doch mein Punkt ist, wir müssen auch die wenigen Aussagen, die wir von Oswald haben, mit großer Vorsicht genießen. Hier war ein 23-jähriger Mann, der sich in der Intelligence Community einen Namen machen wollte und nur deshalb bereit war, einen langweiligen Job für den Mindestlohn im Texas Schoolbook Depository zu schieben, während er registrierter Informant für den FBI war, was inzwischen bewiesen ist, und lange zuvor eine eigene CIA-Akte besaß, was inzwischen bewiesen ist, und sogar auf eine kurze Karriere beim ONI, also Office of Naval Intelligence, dem Marine-Geheimdienst, zurückblicken konnte, wo er als Radiotechniker die U-2-Nachrichten verarbeitet hatte. Dazu später mehr. Ich versuche also nicht zu beweisen, dass Lee Harvey Oswald ein ahnungsloses Unschuldslamm war. Es ist nicht auszuschließen, dass Oswald, der bereits tief damit beschäftigt war, sich in der Intelligence Community einen Namen zu machen und sich darin zu etablieren, insbesondere angesichts dessen, dass er nun Frau und zwei Kinder hatte und für deren Auskommen verantwortlich war. Also, dass das Leben dieses Oswald zu jener Zeit extrem verwirrend gewesen sein mochte, doch vielleicht auch erfüllt mit der Bestätigung, dass er immer tiefer in die Strukturen der amerikanischen Geheimdienste eindrang. Und Oswald nahm vermutlich gerne in Kauf, dass viele der Dinge, die sich um ihn herum abspielten, ihm nicht in Gänze nachvollziehbar erschienen sind. Need-to-know-Basis nennt man das. Das ist eine Armeestruktur. Man frage seinen Vorgesetzten, seinen Offizier oder seinen Händler nicht nach dem Warum. Man führt Befehle, Aufträge und Missionen aus. Wie eine Serie aus Testaufgaben, die für sich allein betrachtet, keinen Sinn ergeben. Etwas, das Oswald möglicherweise faszinierte und ihm eine Menge Selbstbewusstsein verlieh. Ein Selbstbewusstsein, das man ihm nach seinem Tode vollständig abgestritten hat, da er fortan von Ruth Payne als der emotional labile Wicht dargestellt wurde, der von sich selbst grandiose Vorstellungen hatte, eine Diskrepanz, die ihn schließlich zu seiner größten wahnsinnigen Tat trieb. Aber je mehr man sich mit der Biografie von Oswald beschäftigt, desto unwahrscheinlicher mutet diese offizielle Erklärung an. Ich habe große Mühen zu glauben, dass Oswald auf Kennedy schoss. Aber ich teile nicht die häufig geäußerte Position, Oswald sei ein gänzlich ahnungsloser Arbeiter in einem Buchversand gewesen, denn ich wusste, wie ihm geschah. Er war vermutlich eine Puppe auf Fäden, doch eine Puppe, die davon überzeugt war, eines Tages selbst ein Puppenmeister zu werden. Dass das System, für welches er arbeitete und das ihn offensichtlich seit Jahren formte, förderte und unterwies, ihn jederzeit wie ein Bauernopfer einsetzen konnte, sollte dies opportun werden, kam für ihn sicherlich unerwartet. Aber war es für ihn unvorstellbar? Kaum. Als ihn die Dallas-Polizei durch die Polizeistation schleifte, vorbei an einem Blitzlichtgewitter, hatte Oswald nicht gerufen, »Nieder mit Kennedy« oder »Hoch lebe die Sowjetunion« oder umgekehrt »Nieder mit den Kommunisten«, sondern er hatte gerufen, »Ich bin nur ein Sündenbock«. Dick Russell präsentiert, basierend auf den Aussagen von Richard Case Nagel, die Theorie, dass Lee Harvey Oswalds kurzzeitige Emigration in die Sowjetunion, gefolgt von einer sehr verdächtigen Rückkehr, welche für den Landesverräter Oswald gänzlich ohne Konsequenzen ausblieb, also dass dieser ganze Vorgang in Wirklichkeit eine Operation von Jesus James Angleton war, dem Chef der Antispionageabteilung der CIA, und einem geisteswissenschaftlich geschulten Mann, dem wir den Ausdruck »Wildnis der Spiegel« verdanken, den ich als Titel dieses Podcasts entwendet habe. Und diese ganze CIA-Operation mit Oswald in Russland galt ausschließlich dem Versuch, einen sowjetischen Maulwurf innerhalb des CIA zu entlarven. Etwas, was auch der Researcher Peter Dale Scott ebenfalls zur Sprache bringt. Die Bezeichnung dafür ist »Marked Cards«, gezinkte Karten.
Du bringst Karten in Umlauf, von denen einige markiert, also gezinkt sind. Auf diese Weise findest du heraus, wer der Maulwurf in der eigenen Organisation ist, wenn eine bestimmte Falschinformation endlich am Ziel angekommen ist. Innerhalb des CIA nannte man dies auch die Barium-Mahlzeit, aus naheliegenden Gründen. Ärzte flößen das radioaktive Barium in den Kreislauf eines Menschen ein, um dann in Röntgenaufnahmen besser zu sehen, welche Adern oder Venen verstopft sind. Und Oswald hatte in der amerikanischen Botschaft in Moskau damit geprahlt, dass er bereit sei, all seine Geheimnisse auszuplaudern. Das geschah am 31. Oktober 1959. Lee Harvey Oswald war da bereits 2 Monate aus den Marines der amerikanischen Navy entlassen. Er saß in Moskau dem damaligen Konsul Richard E. Snyder gegenüber. Er erklärte ihm, er hätte die Absicht, die amerikanische Staatsbürgerschaft aufzugeben und überreichte ihm sogar eine schriftliche Notiz, in der er all das erläuterte und dort wörtlich schrieb: Meine Loyalität gilt der Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken, Ausrufezeichen. Interessant ist aber auch, dass Oswald gegenüber Snyder explizit zum Ausdruck brachte, er hätte den sowjetischen Behörden bereits versprochen, ihnen alles zu erzählen, was er über seine Tätigkeit bei den Marines wusste, insbesondere was sein Spezialgebiet betraf, also seine Tätigkeit als Radartechniker. Das war kein leeres Geschwafel. Von September 1957 bis November 1958, also über ein Jahr, war Oswald in der Azugi Air Force Basis in Japan stationiert. Ein Stützpunkt, der sich ungefähr 50 Kilometer südwestlich von Tokio befand und der zugleich die wichtigste Operationsbasis der CIA im fernen Osten war. Dies war eine von 2 Militärbasen, von wo die streng geheimen U-2-Spionageflugzeuge starteten, mit dem Ziel, Aufzeichnungen über der Volksrepublik China und über der Sowjetunion zu erstellen. Das U-2-Projekt war ein Kind von Richard Bissell, einem der führenden Leiter des CIA, der auch für das Bay of Pigs-Fiasko verantwortlich war. Bissell wurde von Kennedy in Februar 1962 gefeuert, im Zuge derselben Hausreinigung, die auch zu der Entlassung von Allen Dulles und General Cabell führten. Doch Dulles, Cabell und Bissell waren Legenden der Intelligence Community. Ihre Herabsetzung durch Kennedy in 1962 war ein Erdbeben im CIA und im Pentagon. Man kann sich kaum vorstellen, welch ein Zorn gegen Kennedy da unter dem Topfdeckel des CIA, des NSA und der Navy Intelligence brodelte. Bissells Hauptnemesis war all die Jahre Fidel Castro gewesen. Darin hatte er all seine Strategien fokussiert. Nach dem Fehlschlag der Invasion in Kuba wurde die Schuld vor allem bei Kennedy gesehen und seiner mangelnden Bereitschaft, eben das Notwendige zu tun, sprich die exilkubanischen Soldaten mit amerikanischer Air Force aus der Luft zu unterstützen. Hatte nun Oswald den Sowjets geheime Informationen über die U-2-Flugzeuge ausgeplaudert? Nun, wir wissen heute, dass Oswald in Azugi eine Crypto-Clearance hatte, welche vom Rang her über Top Secret steht. Oswald war zwar in Japan nur ein kleines Rädchen in der großen Maschine, doch die U-2-Flugzeuge waren derartig streng geheim, dass ihm eben diese hohe Geheimstufe zugestanden wurde, damit er überhaupt die Radionachrichten entsprechend verarbeiten konnte. Aber ich vermute, es zeichnete sich bereits dort ab, dass Oswald keine Karriere als typischer Soldat und Marine vor sich hatte. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man wieder von irgendeinem Journalisten oder Autor in den Irrgarten geführt wird, wo Lee Harvey Oswald ein einsamer Spinner ist, den niemand ernst nimmt und der deshalb aus seinem Minderwertigkeitskomplex heraus beschließt, den Präsidenten der USA zu erschießen. Das muss aber nicht bedeuten, dass Oswald in Russland nun echte Geheimnisse ausplauderte. Im Sinne einer Barium-Mahlzeit konnte er nun zum Beispiel falsche Geheimnisse weitergeben, während auf der amerikanischen Seite Jesus James Angleton darauf wartete, wo diese falschen Geheimnisse überprüft wurden. Und dort hoffte man, den Maulwurf aufzudecken. Nun war der KGB nicht gerade durch seine Naivität berühmt. Das war eben das typische taktische Spiel des Kalten Krieges. Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Die Russen gingen natürlich sofort davon aus, dass jeder Überläufer, der da in Moskau aufschlug, und es waren ihre einige, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Doppelagent war. Doch der KGB war daran interessiert herauszufinden, ob dieser Doppelagent witting oder unwitting war, denn daraus konnte man allerlei Konsequenzen abwickeln.
Nun bedeutet das aber nicht, dass Lee Harvey Oswald sich dessen bewusst war, dass er nach Russland geschickt wurde, beladen mit irrelevanten Falschinformationen, nur um zu sehen, welche dieser Falschinformationen durch Hinterkanäle wieder zurück beim CIA eintrafen. Ich bin sicher, Oswald empfand sein Abenteuer in der Sowjetunion als einen wichtigen Schritt, um sich in der Kommunität der Geheimdienste zu etablieren. Er schrieb darüber Tagebücher, die auf den ersten Blick harmlos anmuten, aber alle in Wirklichkeit detaillierte Beschreibungen des Alltags in Minsk sind, stets mit einem Blick auf Infrastruktur und Funktionalität. Dies mochte für den CIA von Wert sein, dass Oswald in Minsk diese Informationen sammelte, also wie viel dort Fahrkarten für den Bus kosten und was die Leute dort in ihrer Freizeit tun, oder es mochte nur dafür gedacht sein, dass Oswald das Gefühl hatte, etwas für sein Vaterland zu tun, also als Beschäftigungstherapie für Oswald, dessen Rolle in Russland bereits damit erledigt war, sozusagen die Bariummahlzeit abzuliefern. Alles andere war dann nur noch Schaufensterdeko für die Sowjets. Und 6 Monate nach Oswalds Emigration in die Sowjetunion schießen die Sowjets ein U-2-Flugzeug mit dem Piloten Francis Gary Powers an Bord ab. Powers wurde dann zu Hause in den USA als Volksheld zelebriert, während ihn die Sowjetunion als Spionen verurteilte und ihn in einen Gulag steckte, wo er fast 2 Jahre verbrachte, bis es Jesus James Angleton gelang, ihn in einem Gefangenenaustausch mit dem berühmten KGB-Spion Rudolf Abel zurückzubekommen. Gary Powers hatte später selbst den Gedanken geäußert, sein Flugzeug sei nur deshalb abgeschossen worden, weil Lee Harvey Oswald Geheimnisse über die U-2-Operation ausgeplaudert hatte. Das ist möglicherweise nicht korrekt, aber es zeigt, dass für eine Menge wichtiger Leute Lee Harvey Oswald alles andere als ein einsamer Spinner in einem Buch versandt war. Aber es ist wichtig zu bedenken, dass bereits lange vor seiner Emigration in die Sowjetunion der FBI eine Akte über Oswald hatte und auch der CIA eine Akte über ihn hatte. Das ist inzwischen hinreichend bewiesen worden. Genauso hatte der KGB eine Akte über ihn, bevor Oswald in Moskau eintraf. Und noch interessanter ist dieses Detail hier, das ich bei James W. Douglas nachgelesen habe. Und zwar, als dann die Warren-Kommission all die Zeugenaussagen zu sammeln begann, wurde auch der ehemalige Marine Corps Lieutenant John E. Donovan vorgeladen, um seine Aussage zu machen. Donovan war Oswalds befehlshabender Offizier in der kalifornischen Santa Ana Radarstation gewesen, wo Oswald nach Japan stationiert wurde. Und Donovan beschreibt detailliert gegenüber der Warren-Kommission die Art der Geheiminformationen, zu denen Lee Harvey Oswald Zugang hatte, welche Chiffren er benutzt hatte, welche Authentifizierungscodes ihm zugestanden wurden und in welchen technischen Aspekten der Radararbeit er ausgebildet wurde. Doch die Arbeit mit den U-2-Flugzeugen verbleibt seltsamerweise tabu für die Warren-Kommission. Und das war etwas, das Donovan äußerst verwunderte. War nicht Oswalds Arbeit mit den U-2-Flugzeugen das Kernstück seiner ganzen Tätigkeit gewesen? War es nicht der kritische Punkt seiner ganzen Abtrünnigkeit und seines Überlaufens in die Sowjetunion? Dem Autor John Newman, der sich auf die Beziehung zwischen Oswald und dem CIA spezialisiert hatte, erzählte Lieutenant Donovan später, dass er selbst schließlich die Warren-Kommission darauf ansprach, sozusagen inmitten der Anhörungen. Er fragte den Kommissionsjuristen, ja, wollt ihr denn überhaupt nichts über die U-2-Flugzeuge wissen? Die Antwort war sehr direkt und unmissverständlich. Wir haben sie genau das gefragt, was wir wissen wollten, und das ist alles. Und falls wir in der Zukunft mehr wissen wollen, werden wir sie das fragen. Und Donovan fragte damals einen anderen, ihm bekannten Zeugen und Militärkollegen, der ebenfalls in 1964 von der Kommission vorgeladen wurde, haben sie dich irgendwas über U-2 gefragt? Und der Kollege hatte nur geantwortet, nein, kein Wort. Danach ereignete sich dann die berühmte Rückkehr Oswalds in die USA, samt einer plötzlichen Ehefrau. Ein Vorgang, wegen dem sich bis heute die Leute hinter dem Ohr kratzen und verwundert die Augenbrauen heben. Denn die USA macht keine Anstalten, ihn einer Strafverfolgung auszusetzen. Sie strecken ihm sogar das Geld vor, das er braucht, um überhaupt einzureisen. Und sie stellen ihm sofort einen neuen Personalausweis aus. Übrigens, ganz am Rande. Noch über 2 Jahre später, am 25. Juni 1963 in New Orleans, beantragte Lee Harvey Oswald einen neuen Reisepass und erhielt ihn innerhalb von 24 Stunden, was ein wenig unglaublich ist. Und er gab in dem Antragsformular als Reiseziel die Sowjetunion an.
Das ist 5 Monate vor dem Anschlag auf Kennedy. Ihr denkt, ich denke mir das aus oder schreibe das von irgendwelchen drittklassigen Autoren von Verschwörungsbüchern ab. Aber das steht so im Warren Report, der Abschlussbericht auf der Seite 658. Nun betont dort der Warren Report, am selben Tag hätte das besagte Büro noch 24 andere Passanträge entgegengenommen und sie alle wären mit derselben Geschwindigkeit verarbeitet worden, was die Spekulation aufräumen soll, dass Lee Harvey Oswald auf spezielle Hilfe zurückgreifen konnte, zum Beispiel irgendeine Organisation, deren Name aus 3 Buchstaben besteht. Allerdings erwähnt der Abschlussbericht nichts davon, dass auf dem Antrag das Reiseziel Sowjetunion stand. Hat sich das jemand ausgedacht? Nun eigentlich nicht, das steht bei der Warren-Kommission so drin, aber es fand nicht Einzug in den Abschlussbericht, sondern ist zu finden, begraben, im Band 22 auf Seite 12 und im Band 24 auf Seite 509. Das ist eine typische Masche der Warren-Kommission. Du sagst, wie konnte eine dauerhaft verdächtige Person wie Oswald in 63 in New Orleans innerhalb von 24 Stunden einen gültigen Reisepass bekommen? Die Antwort ist, da ist nichts Verdächtiges daran, weil das Büro hatte an dem Tag noch 24 andere Anträge abgearbeitet und es war halt flott. Klingt schlüssig. Aber sie lassen natürlich die wichtige Information aus dem Abschlussbericht raus. Die liegt dann mühsam vergraben in den 26 Bänden der Originalunterlagen. Das ist dann Kommissionsexponat Nummer 1062. Hier begründet Oswald seinen Passantrag damit, dass er mehrere Reisevisas beantragen möchte, um mit seiner Frau Marina mehrere Monate touristisch durch Europa zu reisen, mit Reiseziel England, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Polen und die Sowjetunion. Gar nicht zu sprechen davon, dass es bürokratisch extrem kompliziert gewesen wäre, all diese Papiere für Marina zusammenzukriegen, die eine ex-sowjetische Bürgerin war mit einem sehr fragilen Status in der USA. Gar nicht davon zu sprechen, dass die Oswalds in 1963 kaum Geld hatten und von der Stütze abhängig waren, da Oswald ständig nur für Mindestlohn arbeitete und zwar mit Unterbrechungen und Marina die nicht arbeitende Frau im Haushalt war, die sich um das Kind kümmerte. Wie wollte dieses mittellose Ehepaar denn 3 Monate Urlaub machen und dabei durch Europa reisen? Solchen Fragen entzieht sich der Warren Report, in dem nur eine sehr beschnittene Darstellung des Vorgangs dann Einzug in den Abschlussbericht findet. Übrigens, und ich weiß, das interessiert euch nicht, aber als Oliver Stone begonnen hatte, seinen berühmten Film JFK zu konzipieren, einen Film, der zu weiten Teilen auf den Büchern von Mark Lane und Jim Garrison basiert, versammelte er um sich eine Menge der damals aktuellen Researcher, damit diese als Berater für den Film fungierten. Also Namen kommen da in den Sinn wie Jim Mars, Robert Groden. Und er hatte ja von Anfang an dieses Problem, dass es zu viele Daten und Informationen gibt und ein solcher Film höchstens 3 Stunden lang sein darf. So fragte er, welches Thema er am meisten beschneiden müsse, um irgendwie in ein Spielformat reinzukommen. Und alle sagten recht einstimmig, Oswald, du kannst nicht bei Oswald in die Tiefe gehen, weil das jeden Film sprengen würde. Oswald ist wie ein schwarzes Loch. Wer sich darin begibt, verliert sich in einem Dickicht aus Zehntausenden widersprüchlichen Informationen. Oswald ist ein Mysterium. Und das ist, was wir hier gerade tun, und es droht, das Format dieser Podcast-Episode zu sprengen. Wir können nicht einfach so in den Oswaldschen Abgrund steigen, Leute. Übrigens, behalte doch immer im Hinterkopf, dass in all diesen Situationen, Handlungen und Ereignissen, über die wir hier sprechen, Lee Harvey Oswald zwischen 17 und 23 Jahren alt ist. Ein sehr junger Mann, dessen Biografie derartig aufgedunsen ist, dass man damit Bücher füllen kann. Was stimmt da nicht? Das soll ein einsamer, psychisch gestörter Verrückter sein, der kaum Freunde hat und eines Tages beschließt, aus dem Fenster eines Schulbuchversands mit einem 20-Dollar-Gewehr den Präsidenten zu erschießen? Er hatte mit 23 Jahren eine komplexere und überbordendere Biografie als 20 andere Menschen zusammengetragen. Aber so jemand wäre kaum so trottelig, um seine übrigens viel zu billige und viel zu schlechte Schusswaffe an den Arbeitsplatz zu bringen und den Vorgang mit einer abstrusen Geschichte über Gardinenstangen zu kaschieren, was uns zu unserem aller Freund Buell Wesley Frazier bringt, einem der 4 oder 5 Kronzeugen bei der öffentlichen Überführung von Lee Harvey Oswald.
Ich habe nun keine Beweise, dass Buell Wesley Frazier ein Lügner ist, obwohl ich seine Geschichte höchst verdächtig finde. Wir können auch nicht ausschließen, dass Lee Harvey Oswald am Freitagmorgen zu Buell Wesley Frazier ins Auto stieg mit einer Papierpackung, in der sich irgendetwas befand. Ein paar Metallstangen aus Ruth Paynes Garage vielleicht, damit es etwas klappert, oder ein paar abgebrochene Äste. Aber was ist, wenn diese ganze Geschichte erfunden ist? Das würde dieses gigantische Raumzeitparadox erklären, weshalb zwei Tage zuvor Ralph Leon Yates einen Anhalter mitnimmt, der genauso wie Oswald aussieht und eine seltsame längliche Papiertüte dabei hat, die er nicht aus der Hand geben möchte. Und dies geschieht in einer Zeit, von der wir wissen, dass unser Oswald sich gerade im Texas Schoolbook Depository befindet und dort für $1,25 die Stunde arbeitet und Bücher in Kartons verpackt. Somit, es ist schwer zu unterscheiden, ob Oswald am Freitagmorgen nun mit einem länglichen Papierpaket in die Arbeit fuhr oder ob dies eine Agency-Erfindung war, welche Frazier, aus welchen Gründen auch immer, zu seiner lebenslangen Behauptung machen musste, oder ob an dem Tag Oswald tatsächlich mit einer Papiertüte in sein Auto stieg, ob nun diese Tüte ein echtes Gewehr drin hatte oder ein paar Gardinenstangen oder einfach nur heiße Luft, da es nur Show war. Doch keine dieser Möglichkeiten kann außer Acht gelassen werden. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass es aber sehr mühsam ist, einwandfrei zu beweisen, in der Papiertüte hätte sich das männliche Carcano-Gewehr befunden. Und falls wir zum Beispiel die Spekulation aufstellen, dass im Augenblick X der Oswald-Doppelgänger aus dem Fenster des sechsten Stockwerks mit einem deutlich besseren Mausergewehr auf JFK schoss, während das schrottige Carcano-Gewehr gänzlich ohne Oswalds Fingerabdrücke übrigens dort zwischen den Kartons mit Büchern versteckt wurde, kommen wir natürlich in die Schwierigkeiten zu erklären, wie ein Oswald-Doppelgänger sich in diesem Gebäude samt Waffe bewegen konnte. Bei dieser Thematik ist es eben nicht ungewöhnlich, dass die Pferde mit einem durchdrehen. Doch damit möchte ich mich nun in den kommenden Episoden beschäftigen, da diese hier doch nun etwas zu lang geworden ist. Da werden wir mal Wesley unter die Lupe nehmen und damit endlich mal einen echten Blick in diesen gähnenden Abgrund wagen, der sich hinter dem Namen Lee Harvey Oswald befindet. Bis zum nächsten Mal. In the vicinity of where they took me and I've described, where there was a flash of light, and there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. And what this was, I could not say at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us, towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. Now looked up and saw a man running up this hill.